der Chat gerade richtig am Eskalieren. Was ist da los? Wir haben gerade ein Video gesehen. Ja, da geht es einfach darum, dass die Dame jetzt hier bei zu dem, der ist so eine Reinigungskraft, der tut und schockt alle, dass er plötzlich trotzdem viel heben kann. Und die war halt von Anfang an nett zu ihm. Das finde ich, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Solche Frauen sind die richtigen und solche Frauen müsst ihr euch suchen, Freunde. Punkt aus, basta. Jede andere Frau, die euch nur haben will, wenn es gerade bei euch läuft oder wegen Geld oder wegen irgendwas, das ist einfach toxisch, das ist einfach nichts. Ihr kriegt das ja im Unterbewusstsein mit, ihr merkt es ja auch. Und da ist es tausendmal schlauer, sage ich euch wirklich, wie es ist. Ich wiederhole mich, mit echte Freunde zu haben, mit Freunden abzuhängen, ins Gym zu gehen, zu trainieren, Zeit mit euch zu verbringen und auf die richtige Frau zu warten bzw. die richtige Frau zu suchen. Die gibt es noch. Gebt die Hoffnung nicht auf, Männer. Ich sage euch, wie es ist. Auch Frauen. Ich will da überhaupt nicht nur über Frauen schimpfen, sondern auch über Männer. Es gibt auch viele Männer, die ja jetzt nur mehr zusammengehen, weil sie gut aussieht und charakterlich ist die überhaupt nichts wert und gehen die ganze Zeit auch in der Ehe und wie auch immer fremd und so. Das finde ich auch absolut beschämend. Es ist 50-50 bei mir in meinen Augen zu 1000% in jeder Hinsicht. Die Frau sollte wertschätzen, den Mann als Persönlichkeit, als Charakter, wenn er ein gutes Herz hat, das ist das, was zählt. Und beim Mann genauso bei der Frau. Ja, für mich echt, ich habe so das Gefühl, weil man habt ja letztens auch so eine Statistik gesehen, zum Beispiel bei Tinder, dass ein paar Prozent der Männer alle Likes der Frauen bekommen und andere gar nichts. Das heißt, wenn du nicht alle Attribute irgendwie erfüllst, vielleicht hängt es mit Social Media zusammen, dass sich das so entwickelt hat, dann geht's schon, dann bist du schon eigentlich aufgeschmissen als junger Mann. Und das ist jetzt eine eigene Thematik, ja. Ich habe natürlich ein bisschen ein subjektives Weltbild, weil ich halt mehr mit Männern und junge Burschen und so abhänge. Ja, deswegen beleuchte ich auch diese Situation. Und da weiß ich, dass sehr viele Jugendliche und Männer, und ich weiß auch hier im Chat und in den Kommentaren, leider wirklich es nicht leicht haben, die richtige Frau zu finden. Und dass es heutzutage wirklich schwer ist. Es fängt bei Tinder an, die paar Prozent bekommen eine, die paar Prozent bekommen 80% der Frauen oder 90%. Auf Tinder sieht man das dann sehr schön auch faktisch. Und dann denke ich mir dazu, okay, das heißt, wenn du nicht alle Attribute erfüllst, sprich, du bist erfolgreich, du bist breit gebaut, gut gebaut, bist groß, hast einen guten Charakter, hast ein schönes Auto, hast schon ein Haus, hast dies, das, anders, dann ja, können sie sich vorstellen, mit dir in eine Beziehung zu gehen. Aber die anderen 90% bekommen keine Aufmerksamkeit. Das finde ich krass, weil das muss ja eine 50-50, wie kann das auch sein? Ich verstehe es nicht, wie sie das so entwickeln konnte. Weil es ist halt schwierig. Ja, das heißt, der soll alles können und am besten Karriere machen und trotzdem auch zu Hause alles machen. Ja, bügeln, kochen, putzen, sowieso klar. Wenn du fragst, ja, kannst du das, dann wirst du komisch angeschaut. Ja, warum soll ich das können? Was hast du für eine Einstellung? Na, ich habe nur das gefragt, was du mich gefragt hast. Also wenn es so weit geht, dass man nicht mal mehr das fragen darf, obwohl man es vorher gefragt wurde und da schon ein schlechtes Gefühl haben sollte. Ja, ich kann es verstehen, woher das kommt. Das kommt daher, weil es früher anders war. Das muss man auch dazu sagen, früher hatte eine Frau halt echt wenig zu sagen, wenn man sich so die Geschichte anschaut. Der Mann, also der Herr im Haus immer, und wenn der Mann jetzt auch nicht das Herz am rechten Fleck hatte und da einfach auch ein Arschloch war, dann ist es natürlich, und diese Position ausgenutzt hat, dann war es natürlich richtig scheiße für die Frau. Da muss man auch sagen, deswegen hat sich das halt so jetzt gewandelt und ist auch gut so. Nur manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, also es sollte halt 50-50 genauso sein in meinen Augen. Und ich fände es halt schön, wenn das beide machen, so als Team. Und dass man einfach ein Teamplayer ist. Ist egal, wer arbeiten geht, aber dass der halt der andere halt dann, wenn man sagt, es ist so zu regeln, wie es halt meistens ist, wenn du Kinder kommen, dass einer halt zu Hause den Haushalt regelt, der andere arbeiten geht. Und dass das nichts Schlimmes ist. Das ist für mich, wieso müssen beide immer arbeiten gehen und beide immer, wenn jemand gern zu Hause ist, kann ein Mann sein, kann aber auch eine Frau sein. Dann finde ich das eine coole Geschichte, weil die Wirtschaft muss wachsen, ist mir klar, aber ist doch schön, wenn Kinder brauchen doch eine Bezugsperson, die zu Hause ist, die müssen doch nicht nur vom Staat erzogen werden. Nichts gegen Kindergarten, Schule ist genauso wichtig, aber halt auch die Eltern. Und ja, manchmal denke ich mir so, ja, ob das in die richtige Richtung läuft. Vor allem, wenn ich mir eure Kommentare so anhöre, wo ihr so schreibt, Wahnsinn, ja, die Frauen, die wollen halt, dass der Mann alles kann und selber, ja, wollen sie halt, ja, können halt gut schminken und that's it. Und ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele junge Männer, die heute echt einfach durch Social Media es nicht mehr so leicht haben. Du wirst direkt verglichen mit so vielen anderen da draußen, die einen Filter drauf haben. Und ich bekomme es halt mit, wie sehr viele da ein bisschen leider an Depressionen leiden. Aber auch genauso Frauen, sehr viele junge Mädels vergleichen sich mit den schönsten Mädels und sind da auch dann komplett depressiv. Und ja, Depressionsrate ist so hoch wie nie zuvor bei Jugendlichen. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Man muss sich auch mal fragen, wieso. Nicht immer nur, das ist der Fakt,
ja, aber wieso? Man weiß mittlerweile, ja, Social Media hat einen großen Einfluss, Dopaminausschüttung ist da, es fehlt einfach die Motivation für andere Dinge, weil schon genug Dopamin ausgeschüttet wurde. Deswegen sage ich immer, weg vom Handy, zieht durch, geht trainieren, schüttet echtes Dopamin aus. Die muss man sich auch hart erarbeiten. Ja, so war das einfach immer. Bekommt man nicht geschenkt, so wie jetzt hier auf Social Media einfach zackt und scrollt durch. Aber ist halt, ja, Suchtgefahr ist natürlich auch der Algorithmus so aufgebaut. Aber um zurückzukommen zum Thema Beziehungen und hier und her, ich kann euch nur, wenn ich euch einen Tipp geben kann, weil hier der Chat eskaliert, ich kann euch wirklich nur sagen, bitte, bitte, bevor ihr wirklich sagt, ich gehe jetzt in Beziehung, überlegt euch das gut, wartet tausendmal lieber auf die richtige Frau, die euch schätzt und liebt, nicht weil ihr diesen Job habt, sondern weil ihr seid, wer ihr seid. Und wenn ihr dieses Gefühl habt, dass die für euch immer da sein wird, Tag und Nacht, das habe ich bei Paulina, die wird immer für mich da sein, die war schon da vor YouTube, wir sind ein Team. Paulina, es ist einfach, top, man unterstützt dich. Ich mache Frühstück, sie macht mal Frühstück, sie kocht. Ja, ich sag schon ehrlich, ich koche jetzt ein bisschen weniger, sind wir uns mal ehrlich, aber mache ich halt auch. Und ich finde auch, das gehört auch dazu. Oder vorher, hol die Wäsche rein, mach den Spaß. Ja, es ist Teamplay. Es ist Teamplay und damit will ich jetzt auch hier meinen Real Talk beenden und nur nochmal Hoffnungsschimmer. Es gibt diese Frauen noch. Es gibt diese Frauen noch. Nur wahrscheinlich werdet ihr sie nicht im Club finden. Wahrscheinlich. Kann auch sein. Heißt ja nichts. Kann genauso sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht so hoch. Kommt auch wieder auf den Club drauf an, finde ich, in welchen Club man geht. Naja, aber ein bisschen Real Talk musste jetzt mal sein. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.